Anlässlich des Halloween-Monats gibt es bei Shitbull Games ein paar Horror-Videos zu Horrorfilmen, Spielen und medienübergreifenden Themen. Und beginnen wollen wir mit einem absoluten Kultregisseur des Horrorfilms. Wes Craven, ein Name, der unter den Fans des Genres wohl unzertrennlich mit dem Wort Genie verbunden wird. Ob nun Freddy Krueger oder Rape and Revenge, seine Werke sind allgemein unter Fans wie Nicht-Fans bekannt. Als Horrorfilmregisseur ist er aber wohl nur den Horrorfilm-Enthusiasten ein Begriff. Vor ein paar Wochen ist Wes Craven von uns gegangen und dies soll als eine Art Nachruf an ein wahres Genie unserer Zeit gelten. Ich warne Sie, es gibt niemanden, der Sie da rausholen könnte. Sie wissen ebenso gut wie ich, was hier vor 5 Jahren passiert ist. Die da drin sind schlimmer als wir Menschen und das heißt was. Am 2. August 1939 erblickt der junge Wesley Earl Craven in Cleveland, Ohio, das Licht der Welt. Aufgewachsen ist er in einer elitären Familie, in der Alkohol, Zigaretten und nicht zuletzt das Kino als teuflisch und verpönt galten. Macht Craven seinen Abschluss in Philosophie und Writing. Bis zu seinem 30. Lebensjahr dozierte er eben jene Studienfächer an der Hochschule, bis er sich dann schließlich dem Film zuwandte. Aber nicht der Horrorfilm lehrte ihm die Regiearbeit, sondern der Porno. Zu einer Zeit, als Erfolgspornos wie Deep Throat noch nicht einmal gedacht waren. Sein erster Spielfilm, The Last House on the Left, ließ Wes Craven dann schließlich doch zum Horrorfilm überlaufen. Wes Craven gehört sicher zu den einflussreichsten Horrorfilmregisseuren der Welt. Seine Werke sind Kassenschlager wie von der Kritik gefeierte Filme zugleich. Der Auftakt kam mit The Last House on the Left. Der Film sorgte seinerzeit für Furore. Der für damalige Zeit unfassbar brutale Horror-Slasher sollte in Folgejahren nicht nur Wes Craven einen Platz unter den Großen des Genres sichern, sondern ließ auch die Kugelschreiber der WPJS regelmäßig zur Neige gehen. 1983 wurde die VHS erstmals auf den Index gesetzt und dann, 17 Jahre später, beschlagnahmt. Das hat sich übrigens bis heute nicht geändert. Inhaltlich begründet der Film das Genre des Rape and Revenge-Films, Streifen, die sich mit der Vergewaltigung einer Frau und deren anschließender Rache beschäftigen. Gerade wohl deswegen gilt der Film zu Recht als kontrovers, da seine Aussage, aber vor allem die Inszenierung sehr gewaltverherrlichend sind. Doch nicht nur der Inhalt des Films gilt als Maßstab. Vor allem die Art und Weise, wie der Film gedreht wurde, sein kritischer Bezug auf den Vietnamkrieg und die generelle Abkehr von simpler Unterhaltung durch ernstzunehmende Folter und Gewalt, wiesen den Film, ähnlich wie später Blutgericht in Texas, in die Ecke des kritischen Paranoia. Sie suchten das Abenteuer fern von der eigenen Welt. Doch eine andere Welt wurde ihnen zum Verhängnis. Hügel der blutigen Augen. In Tradition zu seinem Erstlingswerk steht auch sein zweiter Horrorfilm, The Hills Have Eyes, hierzulande besser bekannt als Der Hügel der blutigen Augen. Die Handlung einer Familie durch die Wüste fahren und plötzlich auf mutierte Kannibalen treffen, schockiert bis heute und hat nicht umsonst ein großartiges Remake spendiert bekommen. Vor allem die offensichtliche Kritik an den Atomwaffentest der US-Amerikaner macht The Hills Have Eyes zu einem sehr aussagekräftigen Film. In diesem Film manifestierte sich Cravens Stil, der ihn später legendär werden ließ. Besonders die erschreckende Realität von The Hills Have Eyes und die Brutalität ließen die Werke Cravens oftmals wie ein Appell an die Öffentlichkeit und die Medien wirken. Die Brutalität und Folter dieser Filme waren immer sehr ausdrucksstark. Inhaltlich behandeln die Craven-Filme immer eine Gruppe von Menschen, die in die Fänge sadistischer Psychopathen geraten. Besonders ihre Irrationalität machten diese Mörder immer sehr individuell. Schon in den ersten beiden Filmen zeigte Craven, dass sein Interesse eher den Tätern galt als den Opfern. Diese Idee mündet dann später in Nightmare on Elm Street, aber dazu kommen wir noch. Sein nächster bedeutender Horrorfilm ist Das Ding aus dem Sumpf. Ein Craven-Film der etwas anderen Art. Anders als auch The Hills Have Eyes und The Last House on the Left ist dieser Film ein seichtes Märchen mit Horroreinschlag. Was auch dazu führte, dass die FSK dem Film eine 12er-Freigabe spendierte, was sehr ungewöhnlich für Wes Craven ist. Sein Durchbruch gelang ihm 1984 mit Nightmare on Elm Street. Seine Darstellung des Traumkillers Freddy Krueger zog nicht nur zahlreiche Nachahmungen und Inspirationen nach sich, sondern gilt heute auch als der populärste Vertreter des Teenie-Slasher-Genres. Vor allem der starke Fokus auf Freddy Krueger machte nicht nur Robert Englund weltbekannt,
sondern war auch die Feuertaufe für einen heutigen Kultschauspieler, Johnny Depp. Das Revolutionäre war die Darstellung des Antagonisten. Eine Formel, die später auch die Folgefilme von Freitag der 13., Chucky die Mörderpuppe sowie Halloween übernehmen sollten. Vor allem die späteren Teile der Reihe, insbesondere das Crossover Freddy vs. Jason, rückten den Serienkiller und dessen Motivation in den Vordergrund. Auch die BPJS sah diese gefährliche Einstellung und setzte die deutsche VHS Nightmare Mörderische Träume 1986 auf den Index. Heute ist der Film allerdings frei verfügbar ab 16 Jahren im Handel auf Blu-ray und DVD erhältlich. Sein Folgefilm Im Todestal der Wölfe bzw. The Hills Have Eyes 2 entstand bereits vor Nightmare on Elm Street. Nachdem Das Ding aus dem Sumpf und Tödlicher Segen ein ziemlicher Flop wurde und das Skript zu Nightmare on Elm Street mehrfach abgelehnt wurde, versuchte Craven auf dem Erfolgsrezept von The Hills Have Eyes aufzubauen und begann mit dem Dreh zu The Hills Have Eyes 2. Während des Drehs ging den Beteiligten jedoch mehrfach das Budget aus, weshalb der Film erstmals ad acta gelegt wurde. Mit dem Erfolg von Nightmare on Elm Street wurde The Hills Have Eyes 2 dann schlussendlich mit ergänzten Rückblenden des Originals fertiggestellt. In den 80ern führte Craven überwiegend Regie bei der Neuauflage von Twilight Zone. 1988 erschien sein Voodoo-Horrorfilm Die Schlange im Regenbogen, ein an sich sehr gut gemachter und brutaler Horrorfilm, der jedoch kein wirklicher Kassenerfolg wurde. In den Folgejahren produzierte Wes Craven einige nicht unbedingt schlechte Filme, wie Das Haus der Vergessenen, aber auch nicht wirklich erfolgreiche Filme. 1994 wandte er sich wieder seinem Lieblingskiller Freddy Krueger zu und schloss mit Freddy's New Nightmare die eigentliche Story der Filme ab. Der Film ist neben dem ersten Teil wohl der beste der Reihe, das Crossover nicht mit einberechnet, was nicht zuletzt dem Genie Cravens zu danken ist. 1995 folgt die Horrorkomödie Vampire Brooklyn, die auch heute noch unfassbar gut gelungen und sehr lustig ist, und 1996 schließlich neben Nightmare on Elm Street sein berühmtester Film Scream. Der Teenie-Slasher hatte aufgrund zahlreicher Fortsetzungen der Reihen und dem Aufkommen von B-Movies à la The Evil Dead viele Tiefen einstecken müssen. Scream belebte das Genre zu neuem Leben und bekam auch hier zahlreiche Nachahmungen wie Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder Düstere Legenden spendiert. Die Darstellung der bzw. des Ghostface-Killers sorgte damals für eine Neuerfahrung für die 90er-Generation im Kino, die die alten Slasher-Filme nicht genießen durften. In den folgenden Jahren sowie im neuen Jahrtausend versuchte sich Craven zunehmend am Werwolf-Genre und verlängerte die Scream-Reihe mit 3 weiteren Teilen. Hier möchte ich mein Video beenden. Wes Craven war ein Mann, dessen Filme besonders unter Horrorfans als Kunst gelten. Sein Tod ist für viele ein Verlust, denn mit ihm geht eine Ikone des Horrorfilms und deswegen zieht euch zu Halloween mal ein paar Freddy Krueger-Filme rein und habt Spaß damit und gedenkt Wes Craven.